Hey, moin, willkommen zu einem Replay. Ich möchte dieses Replay diesmal kommentieren, weil eine besondere Runde war aus meiner Sicht. Den Screenshot dazu, den Final Screenshot hatte ich schon vor einigen Tagen gepostet und euch das Replay versprochen. Und ja, jetzt sind wir dabei, das aufzuzeichnen. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Abonnements und für die ganzen Kommentare und für das ganze Feedback, was ihr uns gebt. Das ist besonders wichtig für uns, dieses Feedback zu bekommen. Und nur so können wir hier auch unser Video und das, was ihr bekommt und was ihr seht, sozusagen, was ihr gerne seht, weiter verbessern. Sagt uns ruhig, was euch gefällt, was euch nicht so gefällt, was wir besser machen sollten. Vielleicht können wir das eine oder andere davon umsetzen. Gern natürlich alles, aber das ist ja manchmal nicht so einfach möglich. So, also die Runde ist ein Schlachtschiff mit der 5er Klasse, wird hier als Kongo angezeigt. Eigentlich bin ich mit einem Abschiff gefahren. Zu dem Zeitpunkt etwa relativ spät abends oder schon fast, eigentlich könnte man schon sagen morgens. Ja, und es ist ganz lustig, weil man doch einige Sachen, finde ich zumindest, daraus sehen kann und die Runde hat einfach auch so viel Spaß gemacht. Jetzt geht's schon mal los. Wir werden uns jetzt, oder ich orientiere mich jetzt in Richtung A. Wichtig, was man jetzt vielleicht schon mal erwähnen sollte, ist, wir haben hier zwei Flugzeugträger auf jeder Seite. Die werden noch eine Rolle spielen in diesem Spiel. Was ich noch sagen möchte, ich möchte ganz herzlich einladen, wenn ihr dieses Replay seht und selber geile Replays habt. Ihr seht unten in der Beschreibung unsere E-Mail-Adresse. Schickt uns euer Replay mit einer kurzen Beschreibung, was an diesem Video besonders ist, warum man sie da angucken sollte. Die Highlight-Szenen vielleicht, am besten mit einer Minutenangabe, wo man mal hingucken soll oder so. Und dann würden wir das hier aufzeichnen. Das eine oder andere, und dann vielleicht auch öffentlich stellen, je nachdem. So, jetzt geht's los. Feuer wurde von mir eröffnet, jetzt auf den französischen Kreuzer. Und wir steigen hier quasi jetzt richtig ein. Das war noch zum Warmwerden. Man kann jetzt schon auf dem Radar sehen, dass mich die Flieger da schon so ein bisschen am Kanterhaken haben. Da kommen die ersten Bomber. Auch jetzt brenne ich schon, aber ich sehe ja schon, dass der Torpedobomber ankommt und musste auf jeden Fall den Abwurf seiner Torpedos abwarten, um nicht das Reparaturteam nachher zu verlieren im Fall eines Wassereinbruchs. Das war jetzt glücklicherweise hier nicht der Fall. Auch jetzt setze ich das Reparieren ganz bewusst nicht ein, weil man Brände eigentlich ganz gut wiederherstellen kann. Also die verlorenen Trefferpunkte wiederherstellen kann, auch ohne dass der Brand sozusagen sofort gelöscht wird. Einfach um die Option zu haben, für den Fall, dass der Brand noch schlimmer wird, dass man noch von mehr Brandgranaten getroffen wird, ist das eigentlich immer ganz cool. Solange man nur einen Brandherd hat, nicht immer gleich das Schadensteam einsetzen. Gut, ist für viele von euch wahrscheinlich nichts Neues, auch für den einen oder anderen vielleicht doch. Ja, es geht das Gefecht halt weiter. Schöne Breitseite auf den französischen Kreuzer. Und auf dem Radar kann man recht schon erkennen, jetzt sortieren sich jetzt zwei New York eher an den Kartenrand in meine Richtung. Jetzt sieht man eigentlich schon, dass ein Torpedo treffen kann. Das war nicht ganz optimal von mir, weil die Salve hätte ich mir lieber aufgehoben. Und zwar für die New York, die mich jetzt gerade getroffen hat, beziehungsweise beschießt, die auf 12 Kilometer da unterwegs ist. Hätte ich die Salve jetzt noch in den Rohren, hätte ich sicherlich schon anfänglich mehr Schaden machen können. Der Kampf, der sich jetzt quasi entfaltet, ist zwischen den beiden Schiffen, also zwei New York und meiner Wenigkeit. Jetzt ging es mir darum, erstmal dadurch, dass wir insgesamt ja 10 Türme A2 Rohre auf uns gerichtet haben, wie man auch sieht, ich bin von zwei Leuten anvisiert, sehr wahrscheinlich sind das die beiden.
dass ich ein möglichst schmales Profil zeige, die Fahrt rausnehme, nicht gleich näher komme, was jetzt auch gleich genutzt hat, dadurch, dass das Schlagschiff dann vor mich geschossen hat, wo es gedacht hat, dass ich eigentlich weiterfahre. Gut. Der Treffer war jetzt nicht so dolle. Obwohl es er ziemlich ähnlich gemacht hat. Jetzt kommen wieder neue Flugzeuge auf mich drauf zu. Wieder zweimal Brandbomber, einmal Torpedobomber. Aber die New York zeigt weiterhin eine schöne Seite. Und so kann man da auf jeden Fall ganz gut drauf wirken. Dadurch, dass sie nicht unbedingt am stärksten gepanzert sind. Bin natürlich jetzt auch ein leichtes Ziel mit 5 oder 3 Knoten. Jetzt nehme ich die Rückwärtsfahrt gerade wieder raus. Auch jetzt entscheide ich mich ganz bewusst nicht dafür, sofort zu reparieren, mit, auch wenn ich 3 Brenner habe. Sondern schmeiß halt mein Reparaturkit sozusagen rein und hoffe, dass jetzt endlich der Torpedobomber die Torpedos ins Wasser schmeißt. Und habe jetzt in dem Fall auch ein bisschen Glück dabei, da er die Torpedos halt nicht so korrekt absetzt. Schafft die Wände fast noch komplett. Und gleichzeitig habe ich noch Glück, dass die New York-Schiffe beide auf andere Gegner schießen. Werd jetzt noch getroffen und habe auch dabei noch Glück, dass das nur ein geringer Schaden ist. Wie gesagt, Glück aus meiner Sicht gehört zu diesem Spiel permanent. Natürlich kann man auch durch eigene Manöver einiges bewirken, aber ohne das nötige Glück schafft man hier einfach nichts. Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Ja, die Granaten sind eigentlich super eingeschlagen, aber nur 1020 Punkte. Es wird jetzt aber in den Dogfight gehen und wie man sieht, ich habe jetzt noch 7000 Trefferpunkte und noch, wenn das durch ist, noch 2 Reparaturkits übrig. Die werde ich auch alle verbrauchen. Gut, die New York kriegt gar nicht mit, dass ich in ihren Rücken fahre. Und das werde ich jetzt ausnutzen. Wie man sieht, war das jetzt doch ein vernünftiger Treffer. Aber da muss man auch mal Danke sagen können, was ich hier sage, weil, wie gesagt, hat man nicht alle Zeiten, dass ein Schiff auf 4 Kilometer entfernt ist und sich eigentlich gar nicht für einen interessiert. Jetzt geht auch die Sekundär los, weil wir am Tag die 4 Kilometer gefallen sind. Und jetzt gibt es noch so ein kleines Wettrennen zwischen mir und meinen Kanonen, weil ich schneller drehe, als meine Kanonen drehen können auf die Nähe. Und seinen Kanonen, dass er ausgerichtet ist, kann gerade noch abfeuern, zerstöre ihn, aber er konnte noch 2 Mumpeln raushauen. Jetzt bin ich noch bei 3800 Trefferpunkten. Und sofort geht der Kampf jetzt weiter. Wir haben unten einen Zerstörer, der A versucht zu erobern. Mit der König zusammen. Die König hat den Zerstörer jetzt gerade platt gemacht und mein Kampf geht jetzt quasi direkt gegen die New York, die ebenfalls noch volle Energie hat. Und es wird halt jetzt zwischen den beiden, zwischen mir und ihm, sich entscheiden. Ich nutze jetzt sofort die Chance, nachdem er die Granaten abgefeuert hat, und versuche, meine hinteren Geschütze nochmal in Stellung zu bringen, um irgendwie einen kleinen Vorteil zu haben, dass ich mehr Schaden machen kann als er. Jetzt haben wir die Türme gleich in Schlagreichweite. Er hat jetzt abgefeuert und ich korrigiere sofort wieder meine Fahrt auf den Gegner. Kann jetzt nochmal die vorderen Türme benutzen. Hab das Glück, dass ich da sofort die Zitadelle treffe, um dann schon 50% des Gegners an Energie quasi weggeschossen zu haben. Hinzu kommt noch das Glück, dass er mich nicht vernünftig treffen kann, aufgrund der Streuung, die bei den Amerikanern, wie ich persönlich finde, kann man sie zwar einen Ticken wegskillen, aber die ist schon ganz schön heftig teilweise. Und fast noch mal gleich, bloß dass diesmal keine Zitadelle ist. Und immer schön weiter Konzentration auf schmales Profil. Permanent eine Ausrichtung,
Jetzt frisst er noch einen Torb. Und die König ist jetzt auch schon in seiner Nähe. Und jetzt fährt er so halb Breitseite schon zur König. Ich bin in der Sekundärreichweite, 4 Kilometer. Und schmeiß nochmal einmal Granaten raus und hoffe, dass das jetzt reicht. Korrigiere den Kurs und gleichzeitig kann man jetzt schon sehen, König zerstört jetzt die New York und unten kann man schon sehen, dass wieder die Brandbomber und die Torpedobomber kommen und mir schwan Böses zu dem Zeitpunkt. Darum fange ich jetzt sofort im Chat an zu tippen und versuche den Flugzeugträger von uns darauf hinzuweisen, dass ich hier extreme Probleme habe. Wie man jetzt sieht, ich habe sofort jetzt den Reparaturkit sofort genutzt, als ich in Brand gesteckt wurde und auch sofort gelöscht, weil der so clever war und sofort die Torpedobomber angegriffen hat, anstatt die Brandbomber, um die Torpedobomber runterzuschießen. Und damit habe ich das Problem nicht mehr, dass da noch Torpedos kommen können. Natürlich habe ich das nicht alles vorher gewusst, sondern oft, also natürlich ein bisschen Glück dabei gehabt, aber man hat mit der Zeit auch ein gewisses Gefühl dafür. Dadurch, dass er sofort reagiert hat, als ich Hilfe geschrien habe, wusste ich, dass ich mich eigentlich auf ihn verlassen kann. Ja, jetzt haben wir hier die Flugzeugträger aufgeklärt. Das ist natürlich oft ein dankbares Ziel, wenn man sie dann erstmal vernünftig erwischt hat und sich auf die Geschwindigkeit von den Schiffen Schiffen eingestellt hat. Ich glaube, diese Salve ging noch daneben oder... Ja, genau, er ist genau durch die Streuung durchgekommen. Wie gesagt, ihr habt den Final Screen schon gesehen. Fehlen jetzt noch 2 Zitadellen und noch 25.000 Damage. Der Damage entsteht jetzt auf einem Flugzeugträger, der meiner Meinung nach auch einen Fehler macht, indem er sich nachher auf das falsche Schiff konzentriert. Da kommt jetzt ein Torpedobomber mit nur noch einem Flugzeug drinne. Dann kommen noch ein paar Brandbomber. Ich habe in 35 Sekunden mein Begrenzungsteam ready. Aber er greift mich gar nicht an, sondern greift die König an. Was auch halt entsprechender Zufall ist. Oh. So, wir sind jetzt schon fast am Ende des Gefechts, es fehlt nicht mehr viel. Ich möchte mich jetzt schon mal von euch verabschieden sozusagen. Das nächste Video kommt bestimmt. Wie gesagt, lasst uns gerne Kommentare da, auch zu diesem Video. Wir würden uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Sequels Team.